Also, mit den beiden kriegen wir ihn down, ohne dass er eine Gelegenheit bekommt zu schießen, denke ich. Also du wirfst eine Granate, zerstörst die Deckung von dem und du schießt dann mit dem Doppelschuss ihn weg. Du hast jetzt schon eine 58% Chance und Deckung, sollte das denn sehr gut machbar sein. Unser Medic kann zwar theoretisch auf den Schießen mal 15%, ist einfach viel zu wenig. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch einen Granatwerfer. Wir müssten dich klonen. Genau hier, wo du stehst, einfach so plopp. Schmitose. Also wir haben einen zweiten Granatwerfer dabei, das ist richtig. Aber der ist hier ganz hinten. Und ich denke nicht, dass er so weit werfen kann. Nö, ich sollte dann einfach nicht so gierig sein. Ich würde diese Runde den einen und nächste Runde den anderen. Ja, musst nicht mal wegbewegen, gehst einfach so. Hier rum, machst ein bisschen Schaden und zerstörst die Deckung. Ein bisschen Schaden, Deckung, Schaden, Deckung. Deckung ist auf jeden Fall weg. Und Schaden ist okay. Das heißt, jetzt wechseln wir auf Assault und die Trefferchance ist doch ein wenig höher geworden, ja. 73% daneben und 73%. Haha. Ja, doch. Interessant. Du siehst ihn nicht. Schmarrn ist das. Ah ja, hier, Sunny. Sunny darf nicht mehr. Können wir eine Command-Fähigkeit bekommen da hinten? Bis da ganz hinten vermutlich nicht. Du riskier. Was für eine Rüstung hast du an? Egal, durch die Distanz müsste es eigentlich klappen. 65 nur. Okay, okay. Ich hätte echt gerechnet, dass das irgendwie 80-90% Trefferchance sind, weil flankiert und, ne? Aber das ist nochmal gut gegangen. Ja, wen haben wir noch? Die hier hinten alle. Guck mal, ob du hier auslöst. Nein, dann können die Anna nämlich auch vor und eventuell nächste Runde dann seine Deckung wegsprengen. Und du gehst zur Seite, damit der nicht auf dich schießt und er noch mehr Anreiz hat, vorzurücken. Und du stabilisierst nicht, weil es ist nur noch ein oder zwei Elite. Und er geht da lang. Das ist sehr komisch. Also ich könnte jetzt mich hier hinstellen und mit zwei Schüssen ihn töten. Aber da ist nirgendwo Deckung. Und ich weiß nicht, was so noch Gegnern lebt. Deswegen schauen wir doch mal. Puh. Ja, sind noch ein paar, ne? Also da hinstellen ohne Deckung wäre jetzt nicht so die beste Idee. Das heißt, wir werfen... Vor allem, weil wir alle im Overwatch sind, ne? Krass. Wir werfen da mal eine Granate rein. Und hoffen, dass die Dinger explodieren. Was? Wir haben beide Covering Fire. Krank. So, Deckung ist weg. Dann halten wir da doch gleich mal rein. Und zwar, auf wen schießen wir? Du hast erstmal keine Munition, das ist schon mal eine super, super Grundlage. Wirklich nirgendwo Deckung, nirgendwo Deckung. Kannst auch kein Run and Gun machen. McCall könnte von hier aus eventuell den sehen.
Und ihn heilen. Ah, natürlich sieht er nichts. Und kann ich heilen? Och, Benno. Könntest du hier heute stecken mit der Pistole? Mit dem Rest von euch. Ja. Du kannst den vorderen zumindest schon mal anhauen. Du auch, dann mach du das bitte zuerst, weil er kriegt Executioner Bonus. Reicht noch nicht von den HP aus. Rocketeer sieht nix. Von hier aus. Ne, sieht auch nix. Schade. Bist du der mobile Medic? Ja. Sehr gut. Dann mobilisiere dich mal dahin. Jungens. Erbärmlich. Ich glaube, ich dash sogar dahin. Einfach nur, damit sie nicht hier hinter Deckung gehen, weil sie... Ja. Dann kann sie sich nicht hier in Deckung geben, weil dann könnte sie flankieren. Können sich nicht dahinter in Deckung begeben, dann könnte von hier flankiert werden. Und sie können auch nicht da in Deckung gehen, weil von hier flankiert werden würde. Das heißt, sie gehen dahinter. Eventuell dahin. Und du hast eine gute Rüstung an, richtig? Richtig, okay, also. Ohne Run and Gun hier hin, damit du nächste Runde Run and Gun machen kannst und da endlich mal was tötest. So. Und du hoffst auf einen Crit. 80% Crit-Chance. Ja, komm. Go, 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 go. Einer wenigstens weg. So. Dann nachladen. Und bessere Position. Du könntest jetzt noch einen töten. Aber danach wärst du selber tot. Das klingt nicht so wirklich toll. Das heißt, stattdessen machst du einen Schritt zur Seite, damit er nicht auf dich schießen kann. Und dass der Melly dich erwischt. Du hast noch ein paar Aufladungen, ja. Was? Kann dich immer noch sehen. Uff, aber hast jetzt volle Deckung, das sollte. Knie Hanker down, mach lieber Nachladen. Okay, so, schauen wir mal, was die drei Jungs da anstellen. Es waren ja mal ein paar mehr, also vielleicht ziehen sie sich zurück. Ja. Okay. Bunkern sich da ein. Werfen auch eine Granate. Oh, was mit der Deckung? Scheint zu halten, ne? Und ja, geht dahin, wo ich dachte. Achso, Mist, Granate. Granaten sollte ich aufbewahren. Es juckt mich jetzt schon wieder den Finger, seine Deckung wegzuspringen. Aber wir haben nur noch eine Granate mit ihm. Das ist viel zu wenig. Zumal ich die eigentlich auch bewahren wollte. Du hast noch drei. Okay. Und wir haben nur eine Rakete. Wegen Chrysaliden und Chrysaliden-Königin und. So. Das heißt, wir... Also ich könnte den eventuell töten, wenn ich dahin sprinte und... dann Doppelschuss auf ihn mache. Aber den da kriegen wir nicht rausgeputzt. Das nächste Runde könnte eher uns gefährlich werden. 41, 56. Du siehst nichts.
Von da aus flankierst du, richtig? Richtig, dann flankier doch den mal. Kriegst du mich auch gleich noch Hit and Run? Geh mal lieber dahin und schieß auch auf den. Sehr schön. Dann macht man nicht der Assault die Abschüsse, sondern der Medic und der Scout mit dem Lasergewehr. Ah, schade. Okay. Den würde ich aber ganz gerne noch finishen. Was ist mit hier? 56% auf den falschen. Vielleicht von da? Keine Mauer von denen, ne? Ja. 74. Das hört sich doch super an. Oh. Nächster Versuch. 94%. Jetzt aber, ha? Huh? Danke. So, das wird es. Du machst das jetzt. What in God's name are we looking at? I didn't want to believe it, but it's clear the aliens have been experimenting on the abductees. What could they be hoping to accomplish through this? So, zweimal knapp 70%. Das wird er überleben. Oder auch nicht. Oder auch doch. Schade. Dann guck mal, ob du von hier aus vielleicht... Ja. Den killst. Und jetzt haben wir keine weiteren Feinde mehr hier. Das heißt, ich mach das jetzt mit dem... Oh, du hast gar keinen Doppelschuss. Einfach nur, weil du keine Targets available hast. Ich hoffe, schräg denk doch mal schon. Haben wir noch jemanden, der hinten hinschießen kann, falls er überlebt? Zu weit weg, zu weit weg, zu weit weg. Nö. Wollen wir denn eine Runde warten? Schmeiße mir eine Granate. Das tut zu doll weh. Na komm, das haut hin. Das haut hin. Das haut hin. Schön da hinten in die Ecke, falls da doch noch irgendwas ist. Rapid Fire, zweimal mit 100% und 74% Crit Chance. Das heißt, einer von den beiden crittet und wir sind gut dran. Ja, tot. Okay. Nächster Trupp down. Und hier geht es gar nicht durch. Es geht jetzt nur mittig durch. Das ist super. Das heißt, wir haben hier einen Bottleneck. Das heißt, alles, was hinter diesem Punkt hier liegt, wo unsere Soldaten gerade rumwuseln, ist gesichert. Sowas mag ich. Schade ist halt nur, dass das hier tiefer gelegen ist als das da. Sonst könnten wir es für den Hinterhalt nutzen. Wir können es immer noch für den Hinterhalt nutzen. Wir müssen uns dann nur die richtigen Stellen stellen. Und durchladen. Das heißt, wir packen... Du bist Trigger Monkey. Du läufst gleich vor, guckst, ob du irgendwas da wachgerüttelt bekommst und der Rest schießt dann von den Seiten und von oben da drauf. Hier ist nicht so gut, weil das Knüppelding da am Weg ist. Hier wäre besser. Dann auch einmal nachladen. Ab nächster Runde dann für dich stabilisieren. Du wartest hier absichtlich so, damit keiner auf dich gucken kann.
Nee, eventuell können wir doch schräg durchgucken, bleiben da oben stehen und dann funktioniert der Hinterhalt nicht. Nee, du bleibst einfach hier in der Ecke gekauert, lädst nach und wartest. Du solltest eigentlich auch noch da oben. Ja. Geh mal zurück. Medic kann. Ja, der hat so wenig Rüstung und auch nicht mehr so viel HP. Alles nur halbe Deckung. Okay. Dahin eventuell kannst du ab und an mal drüber schießen. Wahrscheinlich aber eher nicht. Und ich nutze sie dann nur, um eventuell noch einen Schuss reinzubekommen. Dann geht er einen Schritt zur Seite, schießt und dann nicht so und sie sich wieder zurück. Du kannst damit hin. Und du machst es ähnlich wie dein Kollege. Vollkommen symmetrisch in der gegenüberliegenden Ecke und wartest da. Ah, das ist doch gut. Das Geräusch von mittig. Geräusch wahrscheinlich auch von da. So, du kannst vorsprinten. Oh, hier könnte das passen. So, jetzt fangen wir an mit dem Stabilisieren. Rest overwatched. Und nächste Runde wird dann eine Kugel geworfen. Im Scout. Aber ich denke nicht, dass die Alien freiwillig kommen werden. Und da ich nur einen Trupp haben möchte, erst die Kugel werfen. So, Werfkugel. Dahin, damit du runter gucken kannst. Ha! Ein Muton-Trupp mit Berserker. Das ist doch okay. Zwei Berserker ist machbar. Dann läufst du nächste Runde einfach vor und machst das, ne? Huh?